Ja, herzlich willkommen zurück. Ja, viel Spaß beim Lurk. Und beim Duschen. Bleib sauber, Bunker Brother. Moment. Willkommen bei geplant, aber nicht richtig umgesetzt. Dinge laufen gerade nicht so, wie ich sie will. So, da wird das Rohöl mal runtergedrückt, was ich hier habe. Und ich habe oben nur das Petroleum. Das sieht doch erstmal so aus, wie ich es wollte. Und zwischendurch wird ein Teil des Rohöls... Ich sollte vielleicht nochmal ein bisschen mehr limitieren. Umgewandelt in Petroleum. Und das ist nicht der schnellste Boiler. Das könnte ich bei weitem schneller machen. Aber ich will jetzt erstmal überhaupt anfangen, weil wird auch nicht ewig halten. Und hier sollte ich gerade einmal wieder den Strom. Obwohl, ich bin hier eigentlich. Ah, da geht noch ein bisschen was. Okay, das sieht gut aus. Bin mit dem, wie es aktuell ist, zufrieden. Das sind 80 Grad, das sind 80 Grad. Die beiden oberen können sie abholen. Den hier nicht. Der hat die 1300 Grad. Schöner wäre so etwas. Aber damit kann man leben. Das kann man machen. Wir sehen, dass das so 870, zack. Und dann wird es wieder und 860. Ihr seht, immer die Menge an Rohöl. Da wandeln sich immer 10 Kilo irgendwann schlagartig um in Ethanol. Ethanol. In Petroleum. Und ich versuche das jetzt beibehalten. Darum versuche ich den Fluss ein bisschen in Kontrolle zu halten. Krass, dass der voll dabei ist, ey. Okay. So, wie sieht's hier aus? Jetzt brauche ich hier noch eine Batterie. Eine Batterie kommt. So, die müssen wir noch auf 7 machen. Und dann können wir tatsächlich jemanden hier hinschicken und endlich mal ins All schicken. Das ist auch noch Plan für diese Folge. Also, wir wollten eigentlich letzter, aber 20 Minuten sind halt. So, Batterie online. Ja. Nikolas, wir haben extra den Schmitzel. Oh, das schauen wir noch mit an. Dann müsste ja eigentlich gleich noch das Rohöl kommen. Ich höre auch mal hier. Juhu, irgendwo sind ein paar kleine Glühwürmchen. So, da müsste ein bisschen Rohöl kommen. Wollte gerade sagen. Können wir aufsammeln. Können wir nachher hochschicken. Aktuell läuft das Thema ja. Also aktuell habe ich echt das Gefühl, es läuft. Wir brauchen halt Leute, wir brauchen Datendisk. Das ist der Grund, warum wir 8 von 8, 8 von 8. Hier sind zwei neue, die werden dann gleich irgendwann dahin gebracht. Wenn die groß sind. Hier oben läuft es auch. Ich bin überlegen, ob wir. Warte mal, wie viel Tafelsalz haben wir? Wir haben fast eine Tonne. Okay, das können wir gerade einmal wieder sein lassen. Eine Tonne, Entschuldigung, fast 100 Kilo. So. Dann habe ich den Dub nämlich wieder frei. Da sind ein paar andere Dinge geschehen. Sohle bricht den 0,5 Zügel aus. Sohle muss ich mir noch keine Sorgen machen. Leitern werden hier gebaut. Hier oben wird abgerissen. Prio 5. Okay. Prio in meinem Geräteschuppen. Alles 5. Ausnahme, wir brauchen was zu essen. Haben wir gerade gesagt. Also, alles, was frittierter Matsch, Hexadentalfrucht. Was habe ich denn noch? Schmutzwurz. Alles, was irgendwie länger haltbar ist, kommt jetzt hier rein. Ja, ihr müsst euch nicht ärgern. Der Kühlschrank flutscht halt Saft und verbraucht immer das, was der in dem ganzen Kollegen da macht. Das wird sich aber gleich ändern, sobald wir abgestanden. Sehr schön. Da müsste auch noch mehr sein. Ich habe eine Hexadentalfrucht. Es ist ja schön, dass wir den ganzen frischen Matsch reinstellen. 1%. Ich sehe jetzt schon den verschmutzten Sauerstoff. Ah. Frischer Matsch. Aufräumen. 9. Ich will den Shit hier gar nicht drin haben.
Obwohl, ich glaube, der dürfte gar nicht ausdünsten, weil ich hier sehr viel Sauerstoff drin habe. Aber dann sollen wir gleich mitnehmen. Und was haben wir drin? Frittierter Matsch, Hexadan. Ich bin sicher, ich hatte noch Nährstoffriegel. Da kommen die Nährstoffriegel. So, eine Tonne, ein Kilo, 12 Kilogramm Hexadfrucht. Das muss hoffentlich reichen. Da kommt noch ein bisschen frittierter Matsch. Es sieht so aus, als wäre es das. Sagt er und bringt immer noch frittierten Matsch. Habe ich... Wie viel habe ich denn noch davon? So viel kann ich doch gar nicht mehr haben. Gebratene Hümmer, frittierter Pilz, Knorpelpilz, eingelegte Mainz. Okay. Wir haben einen Duplikanten extra ausgewählt. Das ist der gute Schmitzel. Den werde ich jetzt hier hinschicken. Denn wir werden als Besatzung jetzt den guten Schmitzel nehmen. Plus, dass der Schmitzel sich vorher eigentlich nochmal einen Anzug anziehen kann, bin ich dafür. Habe ich irgendwo meine Anzüge, lagere ich doch irgendwo, ne? Sag ich doch, hier habe ich meine Anzüge. Was kriegt der Schmitzel? Der kriegt erstmal eine erstklassige Kleidung. Konfetti-Anzug. Ja, Dekoration 40 ist ja mal lebend. Ist alles, aber wir sind ehrlich, wir wollen den Konfetti-Anzug für Schmitzel. Schmitzel, zieh den Anzug an. Das ist jetzt einfach so, was ich von dir verlange. Sehr schön. Oh, ist gerade Zyklusende. Wo ist Schmitzel? Ah, ein Konfetti-Anzug. Sehr schön. Okay. Schmitzel ist ab sofort unser Raketenspezi. Pilot. Und rein da. Wir haben einen Raketenantrieb. Wir haben Sauerstoff. Wir brauchen eigentlich nur... Gib ihm. Es wird Zeit, Schmitzel ins All zu schießen. Ihr seht, wir haben alles. Oh, wir haben keinen Oxidationstank. Warum habe ich den nicht vergessen? Kann ich den nicht noch bauen? Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich denke so, hä? Ja, irgendwas fehlt doch hier gerade. Aber man sieht da, also ich muss ja mein Zielwert legen, klar. Man sieht das hier. Oxidator-Tank. Da, hä? Oxidator-Tank? Tierfrachtraum. Ich denke, ich habe alles. Die Antwort lautet nö. So, Schmitzel. Schicken wir mal kurzzeitig wieder raus. Denn, wir müssen erstmal arbeiten. Ich hab vergessen, einen Oxytank dran zu setzen. Ja, jetzt können wir einen Oxytank, glaube ich, drunter stellen. Kleiner Feststoff. Speichert Dünger und Oxalit zum Verbrennen. Irgendwie verpennt. Schade für die Solaranlage, die hätte ich gerne noch drunter geballert, aber ja. Hilft ja alles nichts. Das ist laut die Frage. Ich habe Dünger, aber brauche ich noch Oxalit? Habe ich noch Oxalit? Ich muss mal gerade schauen. Habe ich hier Oxalit? Nö. Geht auch nur Dünger? Hm. Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist so lang her. Ich meine, wir müssen Dünger reinkloppen. Und Oxalit, ja. Thank you.
hoffe, ich habe irgendwo noch Oxalit. Wenn nicht, habe ich, glaube ich, ein anderes Problem. Da müsste ich mit Gold Sauerstoff umwandeln. Super, ich nehme Dünger. Reicht auch nur Dünger? Ich meine, ich habe ganz böse Erinnerungen, dass er beides braucht. Ich meine, es geht aber auch beides. Pilot an Bord, ja. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte irgendwie beides in Erinnerung. So, guck mal, dann kriegen wir es hin. Die Folge hat nur maximal 10 Minuten Verspätung. So. Ja, schön. Schmitzel! Schmitzel, 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 Schmitzel. Es wird Zeit, ins Weltall zu gehen, mein Freund. Plus, wie sieht's hier aus? Ah, es wird ein bisschen mehr. Okay. Wir gehen mal auf 250. Schade, dass ich gerade nicht tippen kann. Aber erstmal kommt Petroleum rein. Ich habe nur eher gleich ein Problem, was das hier angeht. Aber, well, das beheben wir erstmal simpel. Venus Schmitzel ist drin, sehr schön. Er kann den Anzug ablegen. Wir haben... Wir werden hier in diese Flugstrecke gehen. Und wir werden starten. Here we go, baby! Es wird warm. Es wird sehr warm. Vergessen, wie warm es wird. We're on the fly! So. Jetzt wird's lustig. Wir schließen eine Batterie an. Und ich gebe das Rad. Und wir sind im Orbit. Wird erstmal gegessen. Es wird ein bisschen Strom erzeugt. Volle Blase, aber er hat ja eine Toilette. Leeres Rohr. Das Wasser. Zyklus neu starten. Ach ja, du hast recht. Guck mal, Zyklus 666. Der hat solche. Wir laden einfach diesen einen Zyklus neu. Oh nein, ey. Ich denke so, yo, super, hast an alles gedacht. Läuft. Und dann kein Wasser. Sehr schön. Trockentoilette. Kannst du reinpinkeln. Stinkelt aber nach Ammoniak. Oh Mann, ey. Ich wollte direkt Anfang dieser Folge den... Also ja, ich habe Anfang dieser Folge habe ich ihn tatsächlich in Weltall geschickt. Fuck it, ich habe sogar die Leitung prepared. Funny. Ich habe sogar die Leitung vorbereitet. Willst du schon mal raus? Das fällt mir nicht so ein, ey. Held der Arbeit. Echt, komm hier, gib ihm. Baut die Rohre. Ich will das noch in dieser Folge ab. Ich habe vergessen, wie warm die Scheiße übrigens wird. Da kommt Free gratis Water. Apropos Free gratis Water. Habe ich hier mal den Schluckfisch? Immer noch nicht. Okay. Ey, habt ihr. Habt ihr die ganzen Samen schon aufgefressen? Krasser Shit.
Okay, warte, ich muss mal gerade schauen, wie viel Samen ich noch habe. Zeig alles. Oh, die haben, Moment, die haben alles mittlerweile so geändert? Fancy. I like. Sieht gut aus. Dann brauche ich nicht immer über dieses separate Fenster gehen. Endlich mal sinnvoll. Ich habe 2000 Einheiten Mehlholzsamen. Ich gönne hier. Wo habe ich das denn eingefangen? Samen. Mehlholzsamen. Gib ihm. Man möge mir Mehlholzsamen bringen. Meine Fische müssen ein bisschen was futtern. Problem ist, die futtern recht viel. Aber ich habe halt auch Mehlholzsamen auf Doom. Muss man auch dazu sagen. Und ich sollte noch was vorbauen. Okay, Rakete, hast du Wasser? Da kommt das Wasser. Darum die lange Toilette, denn das ist nachher der Plan. Die Toilette, der Speicher für die Toilette ist diese Leitung. So lang wie nur eben möglich. Gratulation. So lange wie nur eben möglich. Jetzt können wir Schmitzel reinladen. Wir checken natürlich gleich noch das mal vor. Schmitzel. Der hat wahrscheinlich keinen Bock mehr, weil ich das schon 20 Mal gemacht habe. Okay, Schmitzel hat zu essen. Check. Schmitzel hat eine Batterie. Check. Wird angeschlossen. Wird aktiviert. Und Schmitzel ist diesmal dabei. Offenbar. Schmitzel legt den Anzug ab. Oh, we got it. Wir haben alles an. Wir können. Alles klar, wir ändern. Wir fliegen in den Orbit. Und wir starten die Sequenz. Und 3, 2, 1, tschüss. So, wie sieht's hier aus? Das wird, okay. Schmitzel macht die Batterie voll. Die Batterie ist voll. Die Batterie ist voll. Was ist denn dein Problem? Warum tust du denn... Ach so. Na, endlich. Ich hab's natürlich auch schnell. Wir machen's mal langsam. Zack. Rein da. Hoch da. Runter. Es fliegt wieder was raus. Rein, runter. Rein, raus. Datendisk. Und schubsen. Und wir haben eine Datendisk. Das sieht so schnell aus. Und wir wissen, wie es aussieht. Da umrundet der gute Junge. Verbleibende Menge. Wir könnten übrigens in der Zwischenzeit auch... Frage, wie weit... Also ich kann 5 Felder gehen. Könnte... in diesem Orbit sein und landen. Das wäre möglich. Ich könnte... bis er analysiert wurde. Ich brauche also ein Teleskop. Also ein anderes Schicksal. Aber erstmal läuft das hier. Schmitzel ist im Weltall. Er kümmert sich drum. Schiff nach draußen. Mir egal. Leben ist schön. Wir kriegen unsere Forschung. Sehr nice. Okay, habe ich eine Blueprint. Guck mal, wir haben die Folge aufgenommen, ohne dass was gestorben ist. Ich bin sehr glücklich und happy. Alles funktioniert so, wie ich es gerne hätte. So, das heißt, wir geben jetzt hier erstmal noch ein paar Aufräumbefehle, weil hier überall Shit liegt. Plus. Was will ich denn hier jetzt noch abtragen? Oh krass, okay, wir sollten hier auf jeden Fall Aufräumbefehle geben. Oh mein Gott, da liegt Bleistein. Moment, verbrauchbare Erze. Bleistein, 9. Ich hasse Bleistein.
Bleistein muss direkt weg. Guck mal, eine wunderbare Folge, in der wir alles schön umgewandelt haben. Ich bin hellauf begeistert. Hier musste Kleidung rein, ne? Hier, guck mal hier. Sammelt mal auf, genau. So, meine Leute sind also jetzt dabei, Forschungsdinge zu erzeugen. Ihr seht hier, da kommt Datenbank. Schmitzel scheinen wir auch nicht zu überanstrengen. Wir schauen uns das gerade mal an. Das kriegen wir nämlich alles noch hin. Ach, da ist Schmitzel. Schmitzel geht es sehr gut. Er ist sehr produktiv. Ihr seht das? Er hat dieses wunderbare Produktivzeichen. Dementsprechend nach macht er mir jetzt hier Datendisk. Mm. Und er hat erstmal 19 Tonnen. Er hat genug zu essen. Räumlichkeiten technisch ist okay. Wir haben Waschraum, wir haben Speisesaal, wir haben eine Baracke. Hier könnte man technisch noch einen Ruheraum machen. Den müsste man andere Sachen hinstellen. Aber hey, erstmal will ich Datendisk. Das ist der Grund, warum wir ihn hinschicken. Ah, ein wunderschöner Hohenmonkeys. Ah, meine Lieblingskolonie. Hm. Und hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich könnte noch ein tiefer, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Bin sehr geneigt, das noch zu tun. Gesagt, ich bin sehr geneigt, das noch zu tun. Ich habe hier zwar andere Probleme, mit denen ich mich gleich kümmern muss, aber... Ah, oh, warte mal, ich wollte gerade sagen, hier hatte ich doch auch mal eine Aufgabe. Hier hatte ich doch mal was vor. Vor Langeweile. Hier wollte ich das abreißen. Wir nehmen Magmetit, ne? Magmetit ist einfach Arsch. Ja. Ich muss nämlich gleich mit meinem Erdgas irgendwo hin. So, guck mal, hier haben wir jetzt zwei Stück. Gar nicht so viel Rohöl. Könnte hier gleich eine Tür einsetzen, diese beiden. Den aufmachen, eine zweite Tür reinsetzen, mit Schleusen arbeiten. Das wäre noch eine Möglichkeit. Vielleicht baue ich das beim nächsten Mal. Da sehen wir uns. Sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao. Ich hab gesagt, ciao. Sag mal, Aufnahme. Ciao. Warum nimmt er denn, warum stoppt er denn hier nicht? Sag mal. Ich habe hier noch Record laufen, aber machen wir es manuell.